Es ist für alle ein sehr wichtiges Spiel und für ihn sowieso. Roman Neustädter und seine erste Rückkehr nach Gladbach. Also als ich noch da war, habe ich mich mit allen gut verstanden. Aber klar ist, dass man ja, wenn man weg ist, nicht mehr so viel Kontakt, so viel Nähe zu den Leuten hat. Aber ja, Spieler wie Martin Schranzl oder Toni Janschke, mit denen schreibe ich sehr oft. Und wenn wir Zeit haben, treffen wir uns auch. Und von daher habe ich eigentlich noch einen ganz guten Draht. Und deswegen ja, ist für mich auch, glaube ich, in einer gewissen Weise ein besonderes Spiel. 3 Jahre war er im Borussia Park, packte dort den Durchbruch in der Bundesliga und sammelt jetzt die Argumente für einen königsblauen Erfolg. Ich denke, in erster Linie wissen wir als Mannschaft, dass sehr viele Fans kommen werden. Es ist kein weiter Weg und es ist ein super Stadion da auch. Und werden uns, glaube ich, lautstark unterstützen. Und des Weiteren natürlich haben wir viel Selbstvertrauen getankt und müssen natürlich auch mit der nötigen Aggressivität und mit dem nötigen Respekt und mit unserem Selbstvertrauen ins Spiel gehen, um das wieder abzurufen, was wir am Sonntag gezeigt haben. Natürlich hat er die ehemaligen Kollegen und deren sportliches Abschneiden in dieser Saison immer noch bestens im Blick. Ja, ich glaube, die haben sich gefestigt im Laufe der Saison nach dem schwierigen Anfang, den sie hatten, und stehen in der Defensive sehr gut und haben vorne immer wieder gute Chancen und Spieler, die den Spiel entscheiden können, haben auch viel Qualität vorne, viele Möglichkeiten mit ihren Stürmern, die variabel sind, auch über die Außen und bei Standards sehr gefährlich auch. Und ja, aber es geht für uns darum, wieder unser Spiel durchzuziehen. Wir brauchen gar nicht auf den Gegner zu schauen, sondern müssen einfach das mitnehmen jetzt vom Sonntag und ja, wenn es geht, noch eine Schippe drauflegen. Und dann bin ich ja guter Dinge, dass wir da 3 Punkte mitnehmen. Das wird aber nur möglich sein, wenn die Mannschaft sich auch auswärts stabil zeigt. Die wichtigste Aufgabe ist, dass wir einfach es schaffen, wieder unsere Leistung, unsere Leidenschaft, unseren Siegeswillen wieder an den Tag zu legen, so wie es jetzt am Sonntag der Fall war. Und weil man hat gesehen, dass Spiele wie in Nürnberg, wo wir die Tore nicht gemacht haben, dass wir danach vielleicht so ein bisschen eingebrochen sind, nach vielleicht 3, 4 vergebenen Chancen, obwohl du eigentlich das Spiel dominiert hast. Und genauso in Frankfurt, wo du vielleicht 1-0 in Führung gehen musst, sogar durch den Elfmeter, was uns dann ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Aber wichtig ist, wir haben am Sonntag gezeigt, wir sind auch 1-0 im Rückstand gegangen, haben uns aber davon nicht beirren lassen, sondern haben weiter unser Spiel durchgezogen, haben unsere Chancen bekommen und die dann eiskalt genutzt. Und so muss es am Freitag auch aussehen. Und dann kannst du auch schöne SMS zurückschicken. Ja, hoffe ich doch.